So. Den Weg da oben hatte ich einfach mal vergessen. Übersehen. Und. Ja. Ich wollte nur ganz kurz den. Smaragd klauen. So, er ist unser. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zurückkommen. Ich glaube, da müssen wir da rein. Kommen wir da wieder raus. Und dann haben wir die Option, da unten reinzugehen. Es entwickelt sich. Langsam ernährt sich das Murmeltier. So, wo bin ich eben reingegangen? War das da? Oder war das da? Ich glaube, wir müssen hier rein. Patsch. Und kommen da wieder raus und gehen wieder rein. Zack. Jeha. Moment. Bevor ihr jetzt ausgequakt habt, ich will noch kurz gucken, ob es hier vielleicht irgendwo. Achso, da waren wir schon. Da haben wir uns schon vergnügt. Hier sieht das auch sehr bekannt aus. Wenn auch nicht wirklich erleuchtend. Schön. So, wir haben jetzt zwei Smaragde. Vielleicht reicht das ja schon. Wahrscheinlich sind das auch keine Smaragde. Das ist mir aber eigentlich auch ziemlich egal. So, links rum, da oben ist nämlich böses Spinny. Dann müssen wir hier nicht lang, weil das ja falsch ist. Sondern hier lang. Ja, sehr schön. Jetzt lobe ich mich auch noch selber. Sehr schön, hast aber toll gemacht. So, ein weiteres Auge und noch eins. Und ich sehe schon, das reicht nicht. Absolut nicht. Wir brauchen noch zwei weitere Smaragde. Oder Edelsteine. Und die waren da unten schon gar nicht mal so verkehrt. Also wir waren da nicht so verkehrt. Und können da ruhig nochmal nachsehen, wenn ich da jetzt wieder hinfinde. Was ich ja mal bezweifle. Ach, gucke mal, hier waren wir. Wie sieht das denn da unten aus? Waren wir da schon? Ach. Ja, ich denke immer, ich probiere. Ach. Gucken wir mal auf die Karte. Das hilft dann doch weiter. Wir gucken woanders auf die Karte, wo die nicht rumnerven. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, hoho. Ich glaube, das hier unten war dieser Raum. Oder war das da? Nee, ich glaube, das war der Raum, wo wir. Ne, weißt du schon. Über die Kabel gegangen sind. Ich glaube, das war hier unten. Hilft jetzt aber auch nicht weiter. Wir brauchen immerhin noch dieses Rad. Sonst drehe ich nämlich am Rad. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wo gehen wir noch lang? Wo lohnt es sich zu gucken? Also neue Gänge werden wir vielleicht wahrscheinlich nicht entdecken. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber haben wir es dabei? Kann ich gerade nicht gucken. Was ist denn das da eigentlich? Das könnten die fünf umherspringenden Wesen sein. Nee, die müssen hier gewesen sein. Ach, ich weiß das nicht. Mischt. Na, guck mal, die sind. Ja, genau hier. Na gut, rechts rum. Wir sind da. Jetzt einfach einen von den beiden Gängen. Schwuppdiwupp. Achso, hier waren wir schon. Schade, das sah so vielversprechend aus. Und nun. Wo führt denn der Weg lang? Das ist ein wenig verwirrend. Ja, die Frage aller Fragen ist jetzt, wo zum Allerheiligsten wir jetzt mal einen weiteren Smaragd oder auch zwei herbekommen. Ich würde sagen, alles wird gut. Ob wir ihm das wegnehmen können? Eiskalt? Eher nicht so.
So, die müssen hier doch irgendwo sein. Irgendwo verstecken sich die Lausebuben. Hallo, Spinni. Nun denn, die haben ja auch noch nicht so richtig was gebracht. Also bringt mal was. Schnell. Hopp. Bringt was zu. Los. Dass sie auch nie hören können. Wenn ich sage, bringt was, dann sagen die, oh, das ist mir aber egal. Die haben auch nichts dabei, womit wir die füttern könnten. Deswegen wird das heute leider mit der Bestechung nichts. Was mir immer noch Sorgen bereitet, ist der verdorbte Raum, der nicht unbedingt Raum zum Denken gibt. Und da unten war die Kanone, die wir immer noch nicht anbekommen. Kann ich auch nochmal probieren? Ja. Bla bla, ich setze meinen Helm auf und bin dann glücklich. Aber wir haben doch gar keinen Helm. Oder bin ich jetzt der Helm von uns beiden? Sehr schön. Vielleicht ist er auch da einmal rüber zu schubsen, denn immerhin gibt es hier einen Absatz. Ja, ich glaube aber auch nicht. Denn auch da gibt es einen Widerstand. Da ist seine Angst nicht groß genug, dass er vor unserem Mauszeiger weglaufen müsste. Wie, ja, irgendwas Unheilvolles, Unheilsames. Mensch, jetzt. Ich dachte, wir könnten damit was Sinnvolles anstellen. Es stellt sich aber raus, dass das ein Trugschluss ist. Macht zwar schöne Geräusche, aber richtig weiterhelfen tut das eben nicht. So, Komposition aus Fliegen und Mensch, jetzt gibt doch das Ding endlich mal her. Das kann doch nicht sein. Tja, der will nicht raus. Wofür brauchen wir den eigentlich nochmal? Hier nicht? Nein. Lass mich zurück. Wofür brauchen wir den nochmal? Wo war das? Bestimmt hier unten. War das der? Nein, der hapst immer nur unseren Freund weg. Was ich ihm ja echt hoch anrechne. Nun denn. Unendlichkeit gab es da. Das haben wir auch. Er ist halbwegs glücklich. Wow, ich bin böse. Ein Smaragd hat er aber auch nicht rumliegen. Sonst hätte ich ihn gleich mal weggeschnappt. Jungs, sagt mal. So. Was ihr könnt, kann ich doch auch. Und zwar immer wieder. Ah, immer wieder. Du, geh ich da auch mal rein. Zack, was passiert? Ach Mensch, wer hätte das gedacht? Ja, das hatten wir auch nicht alles schon oder so. So, hier hatten wir aber. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch wirklich viel ist. Ach, so Schleifen. Ja, schauen wir mal. Der, was wollte der? Der hat uns nur eine Geschichte erzählt, ne? Okay, damit komme ich klar. Hallo? Das
Löscht du mich auch wieder raus? Nicht von dir. Dann müsste da unten. Nicht da unten. Vielleicht da so. Nein, auch nicht. Okay, da sind wir jetzt wieder. Ja. Hier ist die Frage, wo sind die anderen beiden noch versteckt? Uiuiui, ich bin ja so unglaublich böse. Okay, ich gehe ja schon den richtigen Weg raus. Überzeugt. Schwuppdiwupp und raus hier, bevor die Unendlichkeit wieder siegt. Was ihr meistens tut. Na, rechter Weg und komische Dinger. Tja, wie nehmen wir uns vor? Den da links unten. Der brauchte die Kugel. Okay, nur die Frage ist jetzt, wo ist die Kugel? Ich glaube, das war die Kugel. Hier. Aber selbst wenn wir sie hätten, wie. Die können wir doch nicht im Inventar mitschleppen, oder? Oder doch? Ja, ich hab's ja begriffen. Und sonst kann man hier aber auch wenig anstellen. Außer diese Bowlingkugel immer und immer wieder zu besuchen, auf dass sie uns eine schöne Anekdote erzählt. Na, hier waren wir auch schon. Und der verlangte von uns, ich glaube, diese Dinge. Ja, nee, ist klar, du, ne? Wer's glaubt? So, dann bliebe noch dieser Weg auszuprobieren. Ham, 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 ham. Naja, ein Smaragd hatten wir schon hierher. Also sehr unwahrscheinlich, dass sie noch mehr für uns haben. Aha. Das nimmt doch schon Form an. Guck mal. Wie wäre es, wenn wir diesen Ball zu diesem komischen Sportler da links transportieren? Wobei ich natürlich vergessen habe, wo der ist. Nachgucken. Der war. Achso, dann gehen wir mal schön links hoch, da so. Zack, und gehen dann da hoch. Um uns dann wieder heillos zu verlaufen. Ist gar nicht mal so falsch. So, dann müssten wir hier theoretisch links rum. Ja. Sehr schön. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach einen Ball hier reintun? Oh, der ist ja viel schöner. Tada! Sehr hübsch. Nein, wir tun den Ball nicht in die Kanone. Wir brauchen den noch. Jetzt nur die Frage, wie finden wir zurück und wo müssen wir hin? Oh, vergessen. Ich glaube, da unten müssen wir hin. Dann müssen wir, wenn wir da sind, da lang, dann wieder unten und dann links unten. Okay. Da lang. Was war das? Unten und links unten. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ist das Wahnsinn? Ja, ich gebe sie dir ja schon. Komm. Komm, lass sie dir geben. Hopp. So, zack, und er ist glücklich. Und lässt dafür hoffentlich mal einen kleinen Edelstein springen. Oder auch nicht. Hallöchen. So, fahren wir mal mit dem U-Boot rechts lang. Auf der Suche nach kleinen Amöben und Pantoffeltierchen und was wir hier so haben. Und Marzipan. So.